Von Beginn an stand die militärische Kartenproduktion im Zentrum. Das ist ein Blatt der Dufour-Karte. Wir sehen hier die Berglandschaften des Wallis und des Berner Oberlandes und auch ein wenig vom Genfersee, 3 Jahre vor der Gründung des Schweizerischen Bundesstaates. Ganz bemerkenswert an diesem Blatt ist sicherlich die gekonnte Felsdarstellung. Ja, wenn man sich vorstellt, was für Geräte früher nötig waren, was für Instrumente, um die Topografie zu vermessen, und sich dann vorstellt, dass man die auf 3000 Höhenmeter oder noch höher hinauf transportieren musste mit all den Gerätschaften, die es sonst noch braucht. Man ging mit Kartons aufs Feld und hat da Dinge ergänzt oder verbessert, die sich verändert haben. Und dann wurde das auch auf Transparentpapier übertragen und ich finde das einfach sehr eindrücklich. Das ist alles von Hand mit Farben und Tuschen gezeichnet. Um 1850 herum konnte Swisstopol 3000 Karten drucken pro Jahr. Gut 100 Jahre später waren es über 2 Millionen pro Jahr. Bei einer Bevölkerung, die immer mobiler geworden ist, immer mehr Freizeit auch zur Verfügung hatte, steigerte die breitere Verfügbarkeit gleichzeitig das Interesse an Kartenmaterial von Swisstopol. Der Unterschied besteht sicher darin, dass wir einen großen Wert auf die topografische Karte legen, dass wir Höhenkurven, Felsen, Relief enthalten haben und dass wir ausschließlich Quellen nutzen, die möglichst interessensneutral sind. Es braucht kein Login, es braucht kein Teilen von irgendwelchen Daten.